Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warships in meinem Kanal, meine Zukunft. Schön, dass ihr dabei seid und wir sind hier heute mit dem Kreuzer Nürnberg unterwegs. Deutscher Kreuzer der Tier 6 Klasse. Ich habe gestern kein Video hochgeladen gehabt, da ich noch nicht wirklich fit war. Denn am 11.11. hieß es Köller Love und da habe ich ein bisschen zu viel, ja, zu tief ins Glas geschaut, wollen wir es mal so sagen. Mir ging es nicht ganz so gut. Und dementsprechend sah dann auch der Samstag aus. Ich lag nur auf der Couch und ja, wollte nur meine Ruhe haben. Dementsprechend auch nicht gespielt. Ich glaube, das wäre auch bei dem Kater auch jetzt nicht mehr so toll gewesen, bei diesen ganzen Kopfschmerzen, die ich hatte. Also machen wir es heute auf dem Sonntag, war auch wegen schon mal sportlich, habe ich mich auch schon betätigt. Und dementsprechend kann dann jetzt hier auch der Tag dann starten. Ich werde jetzt wohl vielleicht auch mal Counter-Strike mit aufnehmen. Mal so ein bisschen mal testen, wie gut ich noch bin. Also damals war es ja noch sehr, sehr gut. Oder Battlefield 1, was von der Grafik ja irgendwie schon ganz cool ist. Das wird vielleicht auch nochmal hier auf meinem Kanal mal aufschlagen. Aber sonst, ja, ich werde mich hier mal durch World of Warships noch ein bisschen beißen. Schauen wir mal. So, jetzt habe ich. Sollten wir erstmal noch nicht so die Breitseite zeigen. Okay, ich mache es jetzt gerade. Ich werde jetzt gerade auch noch nicht gesehen, nicht gespottet. Jetzt haben wir unsere Bogue, die wird gerade penetriert. Die Bits noch etwas länger machen. Dann schauen wir einfach mal, dass wir hier ein bisschen, ja, hier die Seite ein bisschen dicht machen. Ist recht ausgeglichen, also es passiert noch nicht viel. Ist noch kein Schiff versenkt worden. Ich komme noch nicht irgendwie in Gefechtsposition, das ist gerade mein Problem, um irgendwie auf Schiff wirken zu können. Und da ist jetzt halt die Frage. Boah, ich komme sogar noch mal den Berg rüber, ist auch nicht schlecht. Gucken wir mal. Ah, da könnte was reinlanden. Aber ich denke mal, wir werden jetzt gleich mal hier auf die Bajoni gehen. Weil die muss nämlich jetzt gerade mal ein bisschen Speed rausnehmen. Weil bei der gerade hier ein Haufen Torpedos da um die Ecke kommen. Na, da guckt er mal Kongo. Ja, Kongo ist jetzt halt gerade sehr, sehr hohe Reichweite und ich muss da halt so ein bisschen aufpassen. Die Bajoni, die kommt noch weiter auf uns zu, das ist gut. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass dann gleich mal die AP-Granaten irgendwo dann auch mal richtig einschlagen. Deckt. Johnny. So, immer schön nachladen hier. Ja. Ein bisschen fixer hier. Muss ich erstmal wieder einspielen. Ich bin noch nicht so ganz so fit. Ich gehe da, dass mich der Alkohol so mitnimmt. Und wir sind hier etwas in Unterzahl, würde ich fast behaupten. Wir werden mal
hier erstmal einmal drehen. Da ist der Zerstörer jetzt geplatzt. So, das sieht doch jetzt mal einladend aus. Kommen wir noch nicht so wirklich durch. Geschweige, dass ich eine Zitadelle schieße. Abpraller. Ja. Das war's schon mal hier von der Seite. Jetzt können wir uns hier nur noch zurückziehen. Weil gleich werde ich, glaube ich, Target Number One werden. Das ist die Kongo. Ja, die Kongo. Ja, wie ich das hier so sehe, da stehen hier 1, 2, 3, 4 Schlachtschiffe rum. Ich weiß auch gar nicht, warum sie da stehen. Da kann ich kaum was machen eigentlich als Schlachtschifffahrer. Schauen wir mal. Versuchen wir der Kongo ja wenigstens noch ein bisschen Flak-Unterstützung zu geben. Da komme ich nämlich nirgendwo rüber. Das Match läuft schon wieder nicht so, wie es laufen soll. Das ist schon wieder... Mag ich nicht. Wir haben gar keine Caps. Bekommen noch nicht einmal da irgendwie mal in die Nähe. Ja, ich krieg natürlich eine Zitadelle. Ich schieße am Nürnberg, schieße ich breitseitig nie eine Zitadelle. Die gehen alle durch. Und die, wenn ich angewinkelt fahre, treffen sie mich. Das ist wieder... geil. Ich denke mal, das ist hier definitiv verloren, da ja, die Schlachtschiffe zu blöd sind. Boah, die sind blöd, weil sie da stehen. Und wir auf der linken Seite so null Chancen hatten, überhaupt irgendetwas ausrichten zu können. Es ist halt wieder so dieses Dilemma mit diesem Spiel. Denkende Menschen gibt es hier sehr, sehr wenige. Und das wird sich in diesem Spiel auch nicht mehr ändern. Also fahren wir weg, damit die Reparaturkosten auch nicht so hoch werden. Weil ich muss ja jetzt nicht mein Schiff schrotten, nur weil die Leute es einfach nicht drauf haben. Das, da sehe ich einfach keinen Sinn drin. Fahren wir einfach weg. Wie gesagt, die Kongo, die haut ja auch ab. Was soll man da noch machen? Gar nichts. Wir sehen einfach mal wieder ein Spiel für ein Popo. Werden wahrscheinlich durch Cap Wärme verlieren. Und ich habe eigentlich umsonst wieder Flaggen drauf gemacht. Manchmal ist es eigentlich schon total unnötig, überhaupt noch Flaggen drauf zu machen, weil es gar nichts mehr bringt, weil eigentlich nur noch Idioten fahren. Sorry, echt. Aber erstes Spiel schon wieder scheiße. Die Schlachtschiffe unterstützen nicht. Ich sehe es immer noch da. Da sind immer noch drei Stück auf dem Haufen. Ach, ist das schön. Geil. Gar keinen Schaden gemacht. Ich komme auch gar nicht ins Gefecht. Man fährt ja hier nur weg. Ich könnte auch glatt einfach meine eigenen versenken. Dann ist das Spiel wenigstens schneller vorbei. Oh, die haben wohl die Sounds neu gemacht. Ach ja, es gab wieder ein Update, so viel ich gehört habe, aber
Sie haben immer noch nicht das korrigiert, was vielleicht mal interessant wäre. Leider Gottes. Dementsprechend ist das Spiel immer noch so attraktiv, wie ein kaputter Reifen. Ja, gibt's doch nicht, ey. Jetzt ein Witz, ey. Fahr ich die Nürnberg, bei mir schießen sie ja alles kaputt, ey. Ach, jetzt fahren wir rein. Ja, gut, dann opfern wir uns jetzt hier. Ey, schon wieder! Ey, das ist doch nicht wahr! Das kann doch nicht wahr sein, ey! Spiel ich dieses Kackschiff und schon bin ich hier Zitadellenmagnet. Echt, ey, ich mach nicht einen Hit mit dem hier. Ah, ist jetzt gleich vorbei. Kann nicht mehr manövrieren. Macht keinen Schaden. Ja, das war's auch schon wieder. Ich könnte vielleicht noch ein paar Torpedos werfen. Ja, da sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß bei diesem tollen Spiel, was Wargaming fabriziert hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.